Martina von Trinity Hearts. Wie ihr wisst, teste ich ja immer wieder coole Produkte aus dem Pferdebereich. Und mittlerweile kriege ich jetzt im Winter schon so viele Fragen von euch, per Privatnachricht oder per E-Mail oder per Facebook. Martina, wie machst du deinen Stall winterfest? Wie machst du das, wenn das Wasser einfriert? Was tust du, damit du die Pferde immer so füttern kannst, dass sie nicht permanent fressen, aber dennoch genügend Futter, Raufutter für den Winter zur Verfügung haben? Wie befestigst du Flächen? Wie gehst du all diese Probleme an? Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon so viele Fragen zu dem Thema bekomme, ich meine, ich bin ja kein Stallbauer, ja, aber ich habe einen eigenen Stall und dementsprechend habe ich viel Erfahrung mit dem Bauen vom Stall und Renovieren und Herrichten und Machen, da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt eine Winter-Session, eine Winterreihe, ja, also eine Reihe zum Thema, wie befestige ich meine Winterflächen, wie kann ich einen Wassertränker so machen, dass er beheizt ist. Ja? Wie betoniere ich irgendwelche Flächen? Wo kann ich Schotter reinfüllen? Was sind Paddockplatten? Und auch so, was sind so automatisierte Tore? Also wir haben so ein Tor auch installiert, wo man das Pferd dann automatisch rein- und rausschicken kann, damit man schlussendlich eigentlich weniger Arbeit hat. Weil genau darum geht's. Also die Frage ist halt, A, wie habe ich weniger Arbeit im Stall? B, wie geht's den Pferden besser im Stall? Und C, wie habe ich weniger Arbeit im Stall? Ja? Also das ist natürlich bei minus 10 Grad, wie es jetzt im Winter immer wieder hat, ist das enorm wichtig. Und deswegen habe ich eben diese Winterserienreihe mir jetzt für euch überlegt. Also ich werde mehrere Videos machen. Da wird eben dieser beheizbare Tränker dabei sein. Dann werde ich euch erzählen, wie ich jetzt 5 Tonnen Schotter verarbeitet habe, damit die Pferde nicht mehr im Gatt stehen. Ich werde euch zeigen, wie ich die Paddockplatten, also wo ich Paddockplatten verlegt habe und was wichtig ist zu beachten bei Paddockplatten. Ich werde euch dann was von der Sicherheitsfutterhaufe erzählen und von den Heunetzen, die wir verwenden. Wir haben auch eine automatische Heuraufe, die automatisch rauf und runter geht für eine gewisse Zeit. Und wir haben auch so ein automatisiertes Tor, das quasi automatisch ab einer gewissen Uhrzeit aufgeht und die Pferde dann erst in den Stall können, um dann zum Beispiel zum Heu zu kommen, damit sie nicht 24 Stunden noch durchgehend am Heu stehen und sich gar nicht bewegen. Das heißt, ich habe auch einen Trail bei mir in dem Stall, das sieht man da hinten. Also können sie den ganzen Weg entlang gehen. Ich habe auch Futter und Wasser sehr weit voneinander getrennt, damit die Pferde mehr in Bewegung kommen, und auch dazu möchte ich ein Video machen, was dabei zu beachten ist, dass man nicht vergisst, was den Hufschutz und so weiter angeht. Und natürlich auch allgemeine Themen. Also ihr könnt, wenn ihr wollt, wenn euch das interessiert, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich noch mehr Fragen bekomme. Also ihr könnt in den Kommentaren von diesem ersten Video reinschreiben, was ist euch wichtig im Stall? Wie habt ihr gewisse Probleme gelöst? Ihr könnt mir Fragen stellen, die ich dann quasi in den nächsten Videos dann auffasse und verwende. Ich habe schon einige Fragen von euch bekommen, aber ich würde mich natürlich über viel mehr Kommunikation und viel mehr Fragen wahnsinnig freuen. Das heißt, wenn euch das interessiert, wenn ihr sagt, ihr möchtet keins von den Videos mehr verpassen, unbedingt meinen Kanal abonnieren. Also entweder auf YouTube, da stelle ich sie ja auch rein. Also auf YouTube ist das Tricky Horse Training. Da findet ihr wahnsinnig viel. Das verlinke ich euch jetzt eh dann im Beitrag noch. Da gibt es, glaube ich, über 100 Videos mittlerweile. Und dort stelle ich auch meine Winter-Serienreihe hinein. Also unbedingt Kanal abonnieren oder auf Facebook auf Gefällt mir drücken. Und am besten auch auf die Facebook-Seite Gefällt mir drücken. Weil dann seht ihr wirklich immer wieder, was als Neues kommt. Wenn ihr dieses Video auch kommentiert, ja, das ist ganz wichtig, dann sagt Facebook, oh, euch ist das Thema wichtig, und dann werdet ihr über diesen Beitrag immer wieder informiert, sobald ich wieder neue Videos zu diesem Thema habe. Okay, seid dabei, kommentieren, liken, abonnieren, alles machen, total viele Fragen stellen. Je mehr Fragen kommen, desto cooler wird natürlich die Reihe. Ich versuche alles so gut ich kann zu beantworten und so viel ich kann zu beantworten, und ich bin wahnsinnig happy, wenn ihr alle dabei seid. Gell? Okay, bis dann, baba!